Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 20 von Oxygen Not Included. Ja, letztes Mal haben wir gesehen, dass wir das Essen ein bisschen falsch angepflanzt haben. Das haben wir korrigiert, beziehungsweise wir haben Entwurzeln gemacht. Das muss noch passieren. Wir haben aber definitiv immer noch zu wenig Nahrung. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern und dann schauen wir mal insgesamt weiter, dass wir hier vielleicht noch vorankommen. Dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's weiter. So, da oben wird schon das Richtige gemacht. Da wird schon entwurzelt, glaube ich, oder? Ja, sieht so aus. Gut, der ist weg. Da müssen wir halt gucken, dass das fertig wird. Wir brauchen definitiv Wasser. Wasser war noch das Problem. Ich weiß nicht, ob wir hier schmutziges Wasser nehmen können. Wenn, dann sollten wir hier noch was ändern. Dann müssen wir erstmal gucken, die Forschung läuft. Und was läuft da bei der Forschung? War da was Wichtiges dran an der Forschung? Habe ich jetzt das schon wieder? Da sind wir. Okay, da ist Wasserstoffgenerator dran. Der kleine Transformator. Aber wir bräuchten jetzt erst den. Tatsächlich den, sag schon, den Filter, den Wasser, den Reiniger. Habe ich das irgendwo? Wo ist denn der? Sehe ich jetzt natürlich nicht, ne? Ja, hier unten kann es ja nicht mehr sein. Eigentlich müsste es bei Sanitärflüssigkeiten sein. Flüssigkeitsfilter wäre das gewesen. Ich übersehe, da ist er. Okay, das ist noch ein weiter Weg, weil wir müssen erst noch Filtration hier machen, ne? Okay, dann klappt das noch nicht. Das ist natürlich auch noch ein weiter Weg hier, bis wir das hinkriegen. Ja, dann bleibt das erstmal so. Ist ja jetzt auch nicht ganz so schlimm, ne? Wir müssen aber das mit dem Essen, obwohl hier ist es jetzt mit 97, 69, ja, hier geht schon was voran, das ist schon mal gut. Die beiden, ja, die wachsen ja auch, ist auch okay. Ist da einer zu viel? Machen wir das Lichtoverlay an. Dieser hier ist zu viel, ne? Und braucht der Licht? Fingerschilf? Bewässerung gestoppt. Verschmutztes Wasser, Wasser. Sauerstoff. Steht jetzt nichts davon, dass der Licht braucht, ne? Geht wohl auch ohne. Gut, dann lass den da mal wachsen. Wir sollten da noch ein bisschen was machen, dass wir hier weiterkommen, denke ich. Machen wir den Boden dahin. Also das haben wir jetzt nur gemacht, damit wir da hinkommen, oder? Zum Wasser. Hier oben ist das auch. Was machen die denn jetzt gerade? Wer verhungert? Da ist niemand, der verhungert. Ellie? Catalina. Catalina hat aber noch 893 Kalorien oder sowas. Und hier geht gerade nichts. Wir müssen unbedingt den Strom weiter vorantreiben. Ne? Das nützt nichts. Hier unten läuft es ja mit der Batterie soweit erstmal. Aber am Ende müssen wir hier oben noch Strom hin haben. Ne? Hier ist es einfach zu schlecht. Leitungen sind da. Das würde bedeuten, wir machen die Leitung noch nach da weiter. Und ja, irgendwann müssen wir dann Dingens dazwischen setzen. Wie heißt es? So ein Transformator oder was war das? Prio wollte ich gucken. Prio ist da 5, da 3. Lass uns mal die Prio beim Strom jetzt hier auf 6 setzen. Ich glaube, hier war die Stromleitung schon dann, ne, oder? Müssen wir mal. Ja, dann passt das schon. Sollten wir vielleicht hinkriegen. Das mit dem Wasser ist schon okay. Ja, wenn wir hier ausgraben, also hier weggraben, kommen wir. Äh,
1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Felder Wasser dazu. Ja, das wäre bis hier und dann haben wir noch ein bisschen. Es müsste eigentlich wunderbar klappen, wenn wir das Wasser da nur zwei Felder hier abgraben, ne? Aber nur zwei abgraben ist natürlich die nächste Sache. Wir sollten jetzt einfach nur überlegen, dass wir vielleicht das hier losgraben, weil da ist was zu essen drin. Und den auch losgraben. Den losgraben, den losgraben. Mehr nicht. Sollte erstmal genug sein. Da verhungern jetzt zwei. Lindsay. 800. Und Catalina verhungert immer noch. Da oben 600 Kalorien, okay. Wird denn hier jetzt was fertig werden? Lass uns hier reingucken, vielleicht gibt es hier was zu essen. Da ist leider nichts zu holen. Die nehmen wir aber mit, weil was anderes bleibt uns ja gerade nicht über. Das müssen wir noch hinkriegen. Okay, sonst 82, 96 und hier ist 99. Das müsste jetzt gleich fertig sein, die Knorpelbeere. Das wächst tatsächlich auch, aber keine Bewässerung. Wie hoch ist denn die Prio hier? 7 schon, okay. Ah, da ist jetzt eine fertig. Das sollte dann auch klappen, dass jemand die holt. So. Irgendwie steht es gerade ein bisschen, ne, oder? Und wir müssen jetzt mal die Entwurzelgeschichte machen. Und wir müssen da auf 9 gehen wieder. Und gucken, dass wir irgendwo noch was zu essen vielleicht herkriegen. Weil das wird jetzt schon wieder bremslich, glaube ich, ne? Kriegen wir hier irgendwo was weg? Ich sehe jetzt hier tatsächlich nichts mehr. Da ist nur was, ja, hier haben wir nur eine Wand. Das hatte der Mordrak schon geschrieben, ne? Dass das gefährlich ist. Da haben wir auch noch was zu essen. Hier oben hin hat sich auch schon was getan. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller geht dadurch. Ja. Wir haben 800 Kalorien. Es gibt niemanden. Doch, jetzt gibt es wieder jemanden, der verhungert. Lindsay verhungert jetzt wieder. Hat aber gerade was gegessen, sozusagen. Nicht viel, aber etwas. Ja, das bedeutet, wir müssen hier auch weiter kämpfen. Kämpfen ist gut, ne? Komm, graben machen wir nochmal auf 9 hier. Machen wir das so da. Ja, muss so sein. Hier ist wieder Essen. Keine Kalorien da. Irgendwann tut aber auch gerade keiner. Hier die Farben müssen besser werden, ist auch klar. Vielleicht sollten wir hier eine Pumpe einfach hinbauen noch. Die Pumpe steht besser daneben und nicht da drinnen, ne? Dann lass uns gerade den Sanitärgeschichte nochmal nehmen und Flüssigkeitspumpe bauen wir dann hier neben die Leiter, ne? Müssen wir dann noch gucken. Ja, jetzt ist die Frage, ob sie schon irgendwas gemacht haben in Richtung Essen. Eigentlich nicht wirklich, ne? Hier fehlen Ressourcen im Elektrogrill, aber da geht gerade was. Unzureichende Sauerstoffproduktion hier. Wie ist denn der Sauerstoff da?
Okay, der ist auch nicht gerade gut. Hier unten ist er natürlich top. Da müssen wir gucken, dass es nach vorn kommt. Hier macht keiner das Essen weg. Mach das mal auf 8, wenn es denn sein muss. Jetzt kommt jemand und erntet. Ja. Die Prio ist dann höher geworden, ne? Haben auf 4 machen wir mal hier noch. Was macht Lindsay? Die baut da oben was ab. Okay. Hat Kohle geholt. Ja. Und hier unten wird stark gearbeitet. Ich sehe gerade daneben ist noch sowas. Dann holen wir das auch noch mal weg. Lindsay baut da jetzt was oder wie ist das? Er holt jetzt die Schmutzwurzel da direkt raus oder was? Wer verhungert? Ellie. Ellie kann sich da nichts rausholen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das Wasser wird auf jeden Fall weniger. Ist die Frage, ist die Schmutzwurzel hinter? Ich sehe sie nicht. Ich glaube, sie ist nicht mehr da, oder? Das verhungert aber auch niemand. Ellie hat schon gegessen oder ist am Essen. Fast schon. Also hier wird geliefert ohne Ende. Vielleicht wird es ja irgendwann auch schnell fertig, ne? Hier sieht es noch nichts aus. Ist jetzt nicht so prickelnd, dass da was passiert, oder? So, jetzt gucken wir hier mal temperaturtechnisch. Ja, wird hier schon wärmer, ne? Ja. Einzige Kammer, die wir haben, ist hier. Das ist die erste Zuhause-Kammer. Ja, passiert aber auch nichts. Er ist am Kochen, das ist gut so. Dann lass uns mal noch mehr hier diese Ausgrabungsgeschichte machen. Da geht auch noch was. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ich glaube von der Höhe nicht, ne, oder? Vielleicht dann, wenn wir das weggemacht haben. Ja. Zu dem Ding kommt auch keiner. So wird's gehen, glaub. Ja, müssen wir gucken. Hier gibt's auch noch ganz viele Essen. Ach, guck mal, hier ist auch eine drinne. Dann kriegen wir erstmal ein paar Schmutzwurzeln zum Essen, ne? Hier ist auch eine. Funktioniert schon. Jetzt muss Ellie auf Toilette. Ah, man muss nicht den Weg gehen, man kann hier durch. Alles klar. Schmutzwurzel aufgesammelt. 1400 Essen geht, ne? Es gibt Schlimmeres. So, Wasser ist auf jeden Fall weniger geworden. Das bedeutet, wenn das hier gebaut wird, ist auch alles halb so wild, ne? Wie ist die Prio? 4. Ist die Prio da auch wieder 5? Die Leiter? Hat auch 5, okay. Gut. Die Pumpe kann gebaut werden. Wir sollten aber die Leiter gerade noch einen Schritt verlängern. Ja, machen wir sie gleich 2 länger, ne? Gut, soweit sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Wir haben noch 800 Kalorien. Da oben fehlt Strom. Die Stromleitung hier wird nicht gebaut. Kabel ist da. Kabel machen wir 9. Kabel machen wir 9. Kabel machen wir 9. Kabel machen wir 9. Auch da das Kabel 9. Haben wir schon. Da gibt es auch noch 9 fürs Kabel. Ja. Irgendwann werden wir da weiterkommen. Hier unten, das läuft ja einigermaßen. Wir kriegen hier Sauerstoff zusammen. Das ist auch okay. Wir müssen hygienetechnisch noch besser werden, weil die Toiletten sind gleich wieder verschmutzt. Hier gibt es noch ein Level-Up. Den sollten wir uns mal angucken gerade. Stinky ist das. Stinky verbesserte Tragfähigkeit, astronomische Forschung. Wird er Planetarium nutzen?
Wird die Stinkheit interessant, enthält ein Bonus auf Moral für die Aneignung. Ja, Forschung. Forschung ist gut, ne? Komm, vielleicht geht's Forschen dadurch auch schneller. Zack. Die anderen sind noch nicht so weit. Gut, dann würde ich aber auch sagen, lassen wir es erstmal mit der Folge gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt, damit wir das nächste Video laden. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.